Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start und ich zeige euch jetzt ein richtig geiles, leckeres, energiebringendes Frühstück, das ganz einfach geht. Haut rein Leute. Als Zutaten braucht man nur Milch, Beeren je nach Geschmack, eine Banane, muss nicht sein, ist aber lecker, Chiasamen, Hafer und ein Bio-Ahornsirup, richtig nice. Also das braucht ihr alles, man kann es ein bisschen variieren, wie man will, ich mache das einmal so, wie ich gerne habe. Und bis gleich. Okay, liebe Leute, jetzt zur Zubereitung. Ich mache meinen Hafer drauf. Ich gebe jetzt 5 Esslöffel. Also Esslöffel. Heißt das? Weiß ich gar nicht. Ja, Esslöffel, nein, ich bin ein bisschen verwirrt. 5 Esslöffel rein. Dann noch ein geiler Löffel voll Chiasamen. Das rühren wir dann um. Sich schön verteilt und dann kommt auch schon die Milch dazu. Schön rein. Okay, der erste Schritt haben wir getan. Okay, jetzt haben wir einmal die erste Vorbereitung gemacht. Ich schaue euch da nicht ausschütt. Das kommt jetzt hier in den Kühlschrank. Okay, liebe Leute, jetzt, ich mache das als Frühstück, aber ich werde mir jetzt persönlich fürs Abendessen machen, weil jetzt Tag ist und ich will jetzt nicht bis morgen warten, ich will das Video heute noch rausbringen, also warten wir mal ab und schauen, wie es dann weitergeht, Leute. Bis gleich. So, liebe Freunde, ich habe den Brei jetzt aus dem Kühlschrank genommen, den Chia Haferbrei. Und jo, jetzt tue ich es noch ein bisschen verfeinern und dann schauen wir gleich mal, wie geil das wirklich schmeckt. Erstmal kommt die Banane dran, die schäle ich da ganz entspannt. Habe ich auf Aufnahmen gedrückt? Ja, ich habe auf Aufnahmen gedrückt. Dann mache ich es erstmal so. Ich will ja einen Brei haben. Ich meine, muss man nicht machen, aber es wird dann sowieso noch sehr gatsch das Ganze. Einfach grob geschnitten die Banane. Da rein, schön rein. Und dann manch das. Das geht nicht wirklich gut. Ja, das hätte ich. Ja, scheiß drauf. Man muss nicht manchen. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Schön geschnitten, alles gut. Das sind meine Beeren, meine geilen Beeren. Und da haben wir die Bananenstücke. Haut man einfach dazu. Schaut schon richtig geil aus, Obstteller. Und dann legen wir das zur Seite. Und jetzt kommen wir noch zu denen. Das ist kein Product Placement, das ist einfach geil. Du machst es mit dem einfach ein blauen Sirup drauf. Und dann kann man das schon super umrühren. Normalerweise lasse ich das über die Nacht stehen, dann wird das Ganze noch ein bisschen fester, aber trotzdem noch breiig. Weil jetzt sieht man, dass da die Milch ist. Und das ist normalerweise, wenn man es über die Nacht stehen lässt, ziemlich ganz einzogen, aber ist es wurscht, wird trotzdem geil schmecken. Ich habe nicht so viel Geduld hier, das ist mein Abendessen, also mache ich das gleich. Das haut man dann einfach da schön drauf. Dann tut man die ganzen Früchte unterrühren. Schön unterrühren, dass alles gut gemischt ist, gut ausbalanciert das ganze Essen. Das ist halt für nicht so großen Hunger will ich nur 2 bis 3 Löffel von Hafer nehmen. Chiasamen geht auf jeden Fall 1 Löffel immer. Und jo, das sieht man dann so richtig geil. Das sieht doch geil aus. Bis gleich. So mega geil schaut das dann aus. Ich meine, Pops Leute, das schaut doch einfach nur geil aus. Da ist noch eine Katze. Und da ist das Geile. Und jetzt mache ich gleich meinen Geschmackstest. Okay, meine lieben Leute, dann noch mal das Endergebnis. Oh! Und so soll man das nicht essen. Und darum besser es über Nacht stehen lassen, weil dann kann sowas nicht passieren. Ich räume das jetzt nicht weg, ich probiere das jetzt. Leute, das ist so nahrhaft, einfach, schnell, kann man am Vorabend vorbereiten. Oder wie ich glaube, es jetzt 1-2 Stunden drin gehabt und Mit Nahrungssirup, das ist einfach so richtig fein. Richtig fein. So wie ich es gemacht habe, ist es ja ein richtiges Männerfrühstück. Von der Portion her.
Reicht auf jeden Fall auch für große Männer mit. Ja. Damit die Bären. Alles top, Leute. Probiert es selber, es wird euch schmecken. Und jo, das war's mit mir. Ich werde das jetzt noch gemütlich zusammen essen. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Und Peace out. Ciao, Leute.